Nachmittags ging Trixie, die Füchsin, spazieren. Sie ahnte nicht, dass eine Gefahr lauerte. Wow, ich bin Hubert der Schreckliche. Hubert durchsuchte Trixie und nahm sie ihre Handtasche. Trixie liegt bewusstlos am Boden. Als sie aufgewacht ist, erinnert sie sich und läuft schnell zu ihrem Freund Schneetiger. Schneetiger, stell dir vor, was mir gerade passiert ist. Ich wurde vom bösen Hubert überfallen. Was? Vom bösen Hubert? Ja, genau. Wir müssen sofort zur Polizei gehen. Schneetiger, der selber Polizist ist, geht mit Trixie zu Tingo auf das Polizeirevier und stellt ihr einige Fragen. Was ist denn eigentlich passiert, Trixie? Naja, ich ging gerade spazieren und dann kam der böse Hubert um die Ecke. Bist du dir ganz sicher, dass es der böse Hubert war? Ja, ganz sicher. Er hat es sogar gesagt. Aber ganz genau konnte ich ihn nicht erkennen. Aber nur er würde sowas tun. Wohin war der böse Hubert geflüchtet? Alle Kuscheltiere suchten ihn, doch sie fanden ihn nicht. Am späten Abend sitzt Tingo im Polizeirevier. Er überlegt, was man gegen den bösen Hubert machen kann. Da kommt ihm eine Idee. Er greift zum Telefonhörer und wählt die Nummer vom bösen Hubert. Es klingelt am anderen Ende der Leitung. Wann geht er denn endlich ran? Hallo, hier ist der böse Hubert. Hallo, hier ist Tingo. Ich wollte dir einen Vorschlag machen, böser Hubert. Ein Vorschlag? Was denn? Ich dachte, man könnte doch... wenn wir die 100 Schokoeier geben würden, würdest du dann aufhören, uns zu ärgern? 100 Schokoeier. Das ist schon viel. Ja, okay. Dann liefert ihr mir die 100 Schokoeier morgen Mitternacht zum großen weißen Stein. Aber wehe, ihr wollt mir eine Falle stellen. Ich lasse mich nicht reinlegen. Tschüss. 100 Schokoeier Frieden haben? Das war eine wirklich gute Idee von Tingo. Aber hoffentlich hält sich der böse Hubert auch an die Abmachung. Denn wie wir ihn kennen, heckt er bestimmt schon wieder etwas Böses aus. Abends im Wald verstecken sich die Kuscheltiere. Torge und Lilly verstecken sich hinter einem Gebüsch. Sie sind über Walkie-Talkies mit Tingo verbunden, der sich hinter dem großen weißen Stein versteckt. Wenn der böse Hubert kommt, wollen sie ihm eine Falle stellen. Nach einer Weile hören sie Schritte und der böse Hubert kommt um die Ecke. Tingo, er kommt. War da was? Der böse Hubert kommt immer näher an den Stein heran. Hallo, böser Hubert. Mist, eine Falle. Torge springt aus seinem Versteck und setzt sich auf den bösen Hubert, damit er nicht weglaufen kann. Der böse Hubert wurde ins Gefängnis gebracht und die Kuscheltiere feierten ein großes Fest, weil sie es geschafft hatten, den bösen Hubert zu überlisten.